So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Conan Exiles. Ja, das wird mit Sicherheit, oder nicht mit Sicherheit, aber vielleicht sogar die letzte Aufnahmesession sein. Seafire, Brimstone, was brauche ich denn hier für das Stone? Brauche ich Twine und Ichor. Hatten wir davon nicht schon. Ach. Gut, egal. Wir gehen jetzt nochmal hier gucken. Und zwar wollten wir den, den Schrein hier ausbauen. Und so, dafür brauchen wir, habe ich schon eingesammelt, die Iron Reinforcements. Wartet mal ganz kurz. Okay. Da war noch Avira, hat sich gerade noch gemeldet. Und wir können ihn herstellen. Ah. So. Das dauert jetzt einen Moment. Upgrade to Sanctuary. Gut. Ja, ja, irgendwie ist bei mir mit Conan die Luft ein bisschen raus. Es tut mir auch sehr leid für die Leute, die es gerne gesehen haben. Aber ich weiß langsam nicht mehr, was wir hier machen sollen. Und es kommen ja auch irgendwie keine Vorschläge. Deswegen werden wir jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen was machen, klar. Und noch so ein bisschen die Welt erkunden und uns ein bisschen irgendwo durchschnetzeln und so weiter und so fort. Vielleicht auch mal in die Höhlen und sowas reingehen, gucken, was es da so Schönes gibt. Und ja. Also es geht auf jeden Fall. Also ein paar Folgen wird es noch geben, auf jeden Fall. Also keine Sorge. Wer jetzt sagt, oh nein, bitte nicht aufhören. So ein paar Folgen wird es noch geben. Und wir werden auf jeden Fall in das, in diese Map-Erweiterung da mal reingucken, die bald kommen soll. Soll nämlich so ein Schneegebiet hier reinkommen. Okay, die sind alle tot. Ach komm, willst du auch noch? Du willst auch noch, ne? Bab. Gut. Wir holen noch ein bisschen mehr Kohle. Ne, es soll ja so eine Schneeerweiterung kommen für Conan. Die werden wir uns auf jeden Fall angucken. Da werde ich ein kleines Let's Play zu machen. Gucken, ob sie die hier auf die Karte. Oder warte mal, ist die vielleicht schon? Nee. Ah, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Ah, wir werden angegriffen. Eine Hyäne, die nicht weiß, wann Feierabend ist. Okay. Kein Problem. So. Nochmal ein bisschen Kohle mitnehmen. Wir sind gleich überladen, aber egal. Ne, doch nicht egal. So ein bisschen Stein schmeißen wir mal weg. Können wir wieder rennen? Ja, können wir. Sehr schön. Vielleicht gehen wir einfach gleich mal komplett Richtung Norden. Gucken wir mal, ob vielleicht schon die Schneeerweiterung drin ist. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur gelesen, es soll eine kommen. Und ja, die werde ich mir auf. Will ich mir auf jeden Fall angucken. Jetzt hängt es gerade komplett. Okay. Ist das schon fertig? Ist? Ja, Mann. Es ist schon fertig. So. Es hängt. Es hängt, es hängt, es hängt. Jetzt. Sage of Refreshment haben wir schon. Ambrosia Offering. Ich will aber, was ich auch noch ausprobieren will, ist die Gottheit zu beschwören. Wie das funktioniert. Haben wir auch noch nicht gesehen. Es gibt ja die Möglichkeit, Götter zu beschwören. Warum sortiert er das so komisch? So. Das Tar brauchen wir nicht. Welche Steelfire können wir mal einschalten, dann können wir noch ein bisschen Stahl machen. Und hier können wir jetzt das und das und das und das und das und das und das. Ne, so viel brauchen wir nicht. Nein. Wir können vielleicht für was anderes noch ein Dingens gebrauchen. Und auch den. Einschalten. So. Entschuldigung. Jetzt gehen wir hier rein. Gucken noch mal, braucht der hier vielleicht irgendwas? Weiß ich gerade. Nee, brauchen wir nicht. Gut, was will ich denn mal machen? Was haben wir hier? Machen wir auch mal hier Kohle rein. Für was braucht mir Brimstone? War das hier für das hier? Ja. Und Tar. Das Piratengedöns. Aber davon haben wir hier. Boah. Boah, haben wir hiervon. Boah. Guckt euch das an. Was ist das hier? Thick Leather. Wird irgendwie nicht mehr angezeigt. Auch nicht schlecht. Cool. So.
Dann können wir auf jeden Fall noch ein bisschen Steelfire herstellen. So. So. Komm, geh da rein. Du auch. Und du auch. Und du natürlich. Und einschalten. 34 Stunden wird das jetzt pro Zehn. Sehr geil. Würde ich sagen, holen wir noch mal. Ich weiß zwar nicht wofür, aber wir klatschen jetzt noch mal ein paar Spinnen weg. Und können ja währenddessen einfach mal in Richtung Norden gehen. Und mal gucken, was es da so gibt. So, ich habe leider mein Headset ein bisschen sehr leise gestellt. So ist besser. Und es hängt. Warum hängt es? Das ist mit so einem Grund, warum bei mir irgendwie die Luft raus ist. Ich weiß nicht, was ich machen soll, dass das Spiel einfach mal flüssiger läuft. Weil, guck mal, das war ein Megasprung gerade. Und ich weiß nicht wieso. Ich weiß nicht, warum das so am Abspacken ist, das Spiel. Vielleicht sollten wir, haben wir Fleisch einstecken? Ne, wir töten jetzt mal irgendwas und brutzeln uns mal schnell Fleisch für unterwegs. So für einen Happen unterwegs. Gut. Dass wir nicht verhungern, wenn wir jetzt die ganze Zeit hier in der Gegend herumrennen. So. Und hier rein. Nein, nein, ja, nein, nein. Okay, geht doch. Na, öffne doch das Campfeuer, sehr schön. So, das können wir mal mitnehmen. So, jetzt brauchen wir hier aber irgendwas, um zu brutzeln. Hier haben wir noch Stahl und Dingens. Cool. Alter, hör auf zu klettern. Was ist denn los mit dir? Dankeschön. Okay, gut. Ist egal. So. Nehmen wir hier ein bisschen Kohle mit. Vielleicht funktioniert das ja hier im Campfire mit Kohle. Mit Kohle. Es funktioniert. Sehr schön. So. Wir haben natürlich noch gar kein Steelfire hergestellt, ich Idiot. Haben wir gar nicht gestattet. Wäre natürlich auch schlauer. 303 können wir mal herstellen. Sehr schön. Was haben wir hier? Wir könnten ja. Ne, eigentlich reparieren brauchen wir noch nichts. Eigentlich noch nicht. Steelbar. Warte mal, wenn wir das reparieren wollen, was brauchen wir dafür? Reparieren. Oh, wurde schon repariert. Was brauchen wir hierfür? Mehr Leder erforderlich, aber das ist ja auch kein Problem. Leder haben wir auch ziemlich viel. So. Das können wir damit da reinmachen. No, nicht trinken, ich wollte essen. Und das ist auch gleich fertig, sehr schön. Dann können wir jetzt. Essen wir das einfach komplett auf und nehmen das mit. Können hier ausstellen. So. Jetzt können wir das kurz reparieren. Falls wir irgendwo was Interessantes finden. Gut. Wie sieht es eigentlich hiermit aus? Können wir die auch. Brauchen wir nicht reparieren? Okay. So. Gehen Sie mir aus dem Weg, Sir. Danke, Sir. Gut. Wir gehen jetzt einfach mal hier hinten hoch, gucken, dass wir ein paar Spinnen finden und sowas. Und halten uns einfach mal in Richtung Norden. Wo sind wir denn? Hier sind wir. Einfach hier den Fluss dann entlang. Wir halten uns auch einfach mal an den Fluss. Dann kommen wir Richtung Norden und ja. Wir können einfach mal schauen, was da oben so abgeht. Wenn ich das richtig verstanden habe, soll die Erweiterung kostenlos sein, diese Map-Erweiterung. Dementsprechend sollten die eigentlich auch alle dann haben und kriegen. Nur, wie gesagt, ich weiß nicht, wann diese Erweiterung kommen soll. Das wird sich dann noch. Entweder wird sich das zeigen, ob sie jetzt schon dabei ist und El Kroko will sterben, der Krokodok. Danke. Wir laufen jetzt einfach hier weiter. Erstmal. Wenn wir eine Höhle finden, rennen wir rein. Scheiß auf die Verderbnis. Da ist ein Elefant. Elefanten interessieren uns relativ wenig. Woo. Und wir müssen mal gucken, ob wir einen Hohepriester vielleicht haben. Hör auf zu hängen.
auf den Hohepriester finden. Hohepriester von Mitra. Müssen wir den auch versklaven. Und dann können wir theoretisch Gottheiten beschwören. Oder die Gottheit Mitra. Das ist ja auch eine der Sachen, die ich unbedingt mal ausprobieren will. Willst du, du willst mich angreifen? Barb, guck mal da, voll auf die Fresse bekommen. Ja gut, ich auch. Ich bin nämlich verkribbelt. So. Wir gehen weiter hier. Ist mir jetzt auch egal, ob irgendwo die Verderbnis steigt. Weil Gesundheitsregeneration haben wir plus 10 und das wird schon laufen. Deswegen werden wir jetzt ohne Rücksicht auf Verluste einfach mal weitergehen und gucken. Sind wir denn noch auf dem richtigen Weg? Nein, sind wir nicht. Wir müssen ja so... Ah, nichts herunterfallen. Ich will nicht sterben. Ich will nicht schon wieder beim Friedhof anfangen. Ist natürlich die Frage, kommt man irgendwo da oben drauf? Müsste man mal ausprobieren. Aber wir laufen jetzt erstmal hier weiter. Was immer noch falsch ist. Sehr cool. Es gibt anscheinend ja auch irgendwie sowas wie eine Drachenhöhle oder sowas, aber keine Ahnung, fragt mich nicht, was das genau sein soll. Ja, das sieht aber ganz witzig aus, da gehen wir mal hin. So. Hier ist auf jeden Fall richtig Wüste. War ja vorher schon alles mäßig Wüste, aber hier, das ist richtig Wüste. Hier gibt es auch Skorpione und sowas. Wollen wir mal Skorpione klatschen? Komm, wir klatschen jetzt mal Skorpione. Gucken, was man aus... Boah, nein, ich will nicht vergiftet werden. Ich will nicht vergiftet werden, danke. Den Ichor kriegen wir bei dem raus. Kriegen wir hier mehr von dieser komischen Ressource? Nein. Und ist noch einer. Gibt es hier auch Sandwürmer oder sowas? Ich meine, hier gibt es also richtig komische Tiere. Also die schön mit der Axt abbauen. Eigentlich? Ach, Ichor ist wahrscheinlich Gift oder sowas, ne? Hier hat jemand eine ziemlich chillige Base gebaut. Hier muss man halt ein bisschen aufpassen. Ich meine, es gibt sowas wie einen Sandwurm. Der einen aber ganz schön übel zusetzt. Der war groß. Der war ganz schön groß. Dicke Haut kriegt man von dem, okay. Auch nicht schlecht. Na, ja, ist erstmal, dass wir Skorpione sehen, Leute, was geht. Oh, wir wurden vergiftet. Das ist ganz schlecht. Halt, ich soll, ja. Das machen wir erstmal. Alter Schwede. Das machen wir weg. Das machen wir weg. Das machen wir weg. Knochen brauchen wir auch keine. 12 Millionen. So. Halt, nehmen wir mal mit. So. 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 Und so. Und dann gehen wir einfach weiter Richtung Norden. Vielleicht laufe ich auch komplett falsch und die Map-Erweiterung würde irgendwo in eine andere Richtung gehen. Aber wir waren hier oben eigentlich noch nie, deswegen einfach mal gucken gehen. Das hier sieht auch schon fast danach aus, als ob da irgendwas wäre. Da hat einer einen Schrein gebaut, okay. Ich knüppel natürlich jetzt auch nicht jeden Skorpion und jedes Tier um, was wir hier sehen. Aber einfach mal so ein bisschen umgucken und die, die uns angreifen, die klatschen wir natürlich weg. Kriegt man hier raus mehr vielleicht? Nö. Toll. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Weg. Hier sind wir bei 49% aufsteigen. Haben wir zwei Punkte.
Toll. Können wir einen Stehvermögen machen. So. Kommen hier in ganz neue Gefilde hier hinten. Gibt's ja gar nicht. Sieht natürlich auch interessant aus hier. Wir gehen. Oh. Wir gehen einfach mal weiter. Einfach immer weiter Richtung Norden. So, wir werden auch dann langsam durstig. Aber egal. Also langsam, ganz, ganz langsam. So, den hauen wir noch weg. Das war sogar ein großer. Ruins of Old Neptune. Na, alles klar, läuft. Na? Ja, was wollen Sie denn? Ja, was wollt ihr denn? Wollt ihr etwa Stress machen? Ich zeige euch mal Stress hier. Stress ohne Grund, ey. Man kriegt aber aus den Viechern ganz wenig Ichtor. Ach, das Giftgedöns. Ja, gut, ich baue wahrscheinlich auch die ganze Zeit mit dem falschen Werkzeug ab. Wo haben wir das denn jetzt gefunden? Hier. Das sind die hier. Wollen wir mal reingehen? Komm, wir gehen einfach mal rein, wir gucken mal. Ja, gut, reingehen ist übertrieben vielleicht. Vor allem, wir haben immer noch plus 10 Gesundheitsregeneration, das ist schon ziemlich geil. Gibt's hier irgendwas? Nein, hier gibt's anscheinend gar nichts. Okay. Außer Zuflucht. Zuflucht ist cool. Gut, dann laufen wir jetzt hier drüben mal weiter. Was haben wir hier? Das war das von eben. Hier war ich schon drin. Okay. Uninteressant. Alter, der hat aber einen Abflug gemacht hier, ey. Was geht? Chillige Dünen auf jeden Fall. Sieht auch schon ganz, ganz interessant eigentlich aus. Hinterlassen wir eigentlich Spuren? Nein. Schade. Das sind so Kleinigkeiten, auf die ich immer mal wieder achte, ne? So, was Grafik und sowas angeht. Das ist zwar, Grafik ist nicht alles, aber so mal so aus Kleinigkeiten achten, tue ich immer mal wieder. Na, komm. Warum treffe ich das wieder nicht? Da kriegen wir ein bisschen Ichor raus. Sehr schön. Und eine Milliarde Fleisch. Die keiner haben will. So. Wow, was ist denn das? Das habe ich ja noch nie gesehen. Alter. Es ist auf jeden Fall tot. Aber was ist das für ein Tier, Mann? Gibt uns das Ichor? Ja, Mann. Und Sand Reaper Toxin. Alter, die hat mich ein bisschen erschrocken gerade, würde ich sagen. So. Das kommt weg. Das Toxin. Nein. Das Toxin wollte ich eigentlich behalten. Aber egal. Wir werden mit Sicherheit noch mehr davon finden. Gehe ich mal ganz stark von aus. Und dann gehen wir mal weiter hier hoch. Was gibt es denn hier so Schönes? Hier ist eine Wand. Was bedeutet die Wand? Ist das Ende von der Map? Oh nein! Ah, Mist! Was los? Ich sterbe nochmal, dein Ernst? Ah, Mist. Gut, ich würde jetzt hiermit auch die Folge schon beenden. Wenn es euch gefallen hat und vor allem dieses Ende, wenn euch das gefallen hat, ich hoffe ja nicht, ja, dann lasst gerne einen Daumen da oder ein Abo oder einen Kommentar und oh mein Gott, wir sind zum Glück wieder, getötet durch Fluchmacher, alles klar. Wir sind zum Glück wieder in unserem bescheidenen Zuhause und krabbeln. Nee, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da oder ein Abo oder einen Kommentar und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!